Hallöchen Popöchen und willkommen zurück zum Let's Play von Dishonored. Ja, wir sind im Aufzug, der uns den Leuchtturm hinaufführt. Jetzt werden wir bittersüße Rache nehmen. Oder auch nicht, denn wir fallen bittersüß einfach runter. Wie doof war das denn jetzt bitte? Ich fange nochmal von neu an. Hallo und herzlich willkommen zu... Oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Ach, ist bitter süß. Bitter mein. Und schön windig hier oben. Schlawuck, schlawuck, Junge. Hinteleportiert in den Gelände. So läuft das nämlich hier. Ein bisschen was von der Falle. Ih, Rapunzel, Alter. Lord Regent. Okay. Aber nicht hier der Ritter da, ne? Der Soldat. Rapunzel, jetzt ehrlich, ne? Das macht vom Acker. Muss man gerade meine Katze vergraulen, weil die riecht nämlich. Ich habe hier nämlich so leckere Käsebruschetta. Riecht die nämlich und ich teile aber nicht. Lord Regent. Sind wir denn? All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten Sie uns jemals vergeben? Würden Sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Ich komme. Und beweg dich endlich, Kind. Ziemlicher Idiot. Lass mich gehen. Ich bin die Kaiserin. Hast du in deinem kurzen Leben nichts gehört? Schnauze. Du Lauch. Alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Alle tot. Das Ende. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist.
Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Das war's mit Dishonored. Und wir schauen uns noch das Ende an. Also ihr könnt jetzt einfach dranbleiben. Ich genieße jetzt einfach den Endscreen. Das Spiel hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentieren nicht vergessen. Vor allen Dingen abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei Dishonored 2. Haut rein. Ciao, ciao. We'll be right back.